Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wanda. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Montagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus, hier sind die Hero Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, die geschätzte Truppe ist wieder am Start, die Nerdizisten Lea. Hi! Und Michael, hallo. Hallihallo. Alles gut bei euch? Alles fit, ich bin ein bisschen traurig, weil halt jetzt kein WandaVision diese Woche mehr kommt, nur noch das Make-up. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt wochenlang über so gute Dinge gesprochen. Wir können ja jetzt mal auch über was, über den Prinz of Zamunda 2 reden. Ich muss mal wieder über Schlechtes reden. Ja? Also von daher. Haben wir Star Trek wieder. Nee, ich habe mir gedacht, wir reden heute mal einfach mal über Prinz of Zamunda 2. Habt ihr diesen unglaublich beschissenen Film schon gesehen? Nee. Ich kenne nur den ersten Teil. Ich hab mir man will sich das nicht kaputt machen lassen. Ich habe mir am Samstag nochmal den ersten Teil angeguckt, weil Amazon Prime, am Freitag nochmal den ersten Teil angeguckt, weil Amazon Prime nämlich down war, also der Film war down. Dann habe ich mir gedacht, gut, den ersten kann man ja immer gucken und siehe da, man kann ihn immer gucken. Ich habe locker 5, 6, 7 Mal laut gelacht, obwohl ich den schon 100.000 Mal gesehen habe. Ja, jedes Mal aufs Neue. Das Schöne ist, mit den neuen Möglichkeiten kann man jetzt ja immer schön zwischen Englisch und Deutsch hin und her switchen. Also die besten 10 Sekunden. Und dann habe ich am Samstag den zweiten Teil gesehen. Und was soll ich euch sagen? Es lohnt sich nicht. Unglaublich. Du fragst dich wirklich, wer hat ernsthaft gedacht, das ist eine super Idee, das machen wir genauso. Also stell dir vor, Papa Ante Portas verhält sich zu Zamunda 2 wie Papa Ante Portas zu Hotshots oder die nackte Kanone. Ah, okay. Moment, aber das sind doch beides in ihrer Zeit geerdete, sehr gute Comedy-Filme, die vielleicht heute nicht mehr so bestehen, aber die wahrscheinlich nicht so ein Mist sind, wie Eddie Murphy jetzt mittlerweile mit seinen Komödien macht. Ja, aber nein, die Art von Humor, verstehst du? Wenn ich wenn ich Hotshots gucke, erwartest du halt so eine Parodie-Gedöns, ja? Und, und wenn ich Prinz aus Zamunda gucke, dann habe ich eher so eine, ich sag mal, eine Rom-Com wie Notting Hill oder 4 Hochzeiten und ein Todesfall, irgendwie sowas. Ja, und plötzlich, und mit der Erwartung fängst du an, den Film zu gucken, und plötzlich siehst du aber Hotshots. Ja, das ist. Und nicht nur das, du siehst sogar Hotshots 2. Du musst ja auch so ein bisschen, du musst ja so ein bisschen dran denken. Also, einerseits ist natürlich auch der Prinz von Zamunda Coming to America erstens wieder mal ein Produkt seiner Zeit. Zweitens, die deutsche Version, muss man ja auch sagen, ist dermaßen kultig, weil die diese klassische Synchro hat, wo auch mal ein bisschen drumrum gedichtet wurde, so Rainer Brandt-mäßig. Weil ich habe mir letztens auch mal den ersten Teil ein bisschen mit Englisch und Deutsch rumgeswitcht und da war deutlich derbere Sprache im Englischen, die sehr verschönert wurde im Deutschen. Und ich sage dir, das Problem bei dem Film ist, wenn du auf Amazon Prime den ersten Teil anmachst, dann wird da gewarnt vor, Moment, und ich zitiere wörtlich, ja, dann wird gewarnt bei Prinz aus Zamunda, ja, 1. Vor Gewalt, sexuellen Inhalten, Drogenkonsum, Schimpfworten und Nacktheit. Geil. Wenn du den zweiten Film anmachst, wird vor gar nichts gewarnt. Und genau das ist. Ja, der wurde ja auch von Amazon selber produziert. Ja. Und genau das ist das Problem. Gut, aber wir wollen da gar nicht jetzt weiter drüber reden. Vielleicht machen wir da mal irgendwann eine andere Show zu oder wir lassen es einfach bleiben. Ich habe noch für euch eine frohe Kunde. Wisst ihr, wer auf Platz 3 der Apple iTunes Charts für Aftershows steht? Oh. Ist das Discovery Panel? Nein, es ist unsere kleine Show hier. Also von daher an alle da draußen, die uns hören und auch gerade im Chat sind, vielen Dank, dass ihr das möglich macht, ja, dass wir also bei den iTunes-Charts mit dieser kleinen Show, die noch ganz frisch am Start ist, schon mal auf Platz 3 sind. Mega, vielen Dank dafür.
So, und für alle, die heute aus irgendeinem Grund zum ersten Mal eingeschaltet haben, Michael, wo könnten Sie denn noch mehr von uns hören? Da geht man einfach schlicht und einfach auf nerdizismus.de, denn da findet man alle Links, alle Folgen und alle Sachen, die wir jemals gemacht haben. Da braucht ihr nicht auf iTunes und Co. nachzuschauen, was ihr natürlich auch könnt und wo ihr da die ganzen Links für findet. Außerdem unsere ganzen Social-Media-Kanäle, ein paar schöne redaktionelle Beiträge und Kontaktmöglichkeiten, denn wir freuen uns jedes Mal auf euren Kontakt und auf euer Feedback, einerseits an die info@nerdizismus.de, dann gerne auch immer eine WhatsApp-Nachricht an die 01525-964-7709, richtig? Nachgucken hier, ob es hier auch richtig steht. Oder wer uns joinen möchte, manchmal zur Diskussion, kann doch gerne unseren Discord-Server besuchen, nerdizismus.de/Discord und fleißig mitdiskutieren. Ja, ganz genau. Man muss allerdings sagen, dass die Hero-Nerd-Hörer nicht ganz so schreibefreudig sind wie unsere Star Trek-Hörer. Also wo ja das Postfach bei Star Trek geradezu überquillt, glaube ich, müssen wir uns hier alle gemeinsam noch ein bisschen eingrooven. Also hier auch nochmal der Appell, ne, wenn ihr WandaVision gesehen habt und Theorien mit uns teilen wollt, dann immer her damit. Und wir bieten natürlich auch wie in jedem Montag-Livestream heute auch die Möglichkeit, dass ihr mit uns sprechen könnt, nämlich auf nerdizismus.de/Discord. Und da könnt ihr euch anmelden und dann gibt es einen Wartezimmer-Call-In. Und wenn ihr 10 Minuten auf diesem Server gewesen seid, dann könnt ihr da joinen und mit uns sprechen. Also wer sich was von der Seele reden will für WandaVision oder vielleicht auch für die zukünftigen MCU-Serien, der kann das gerne tun. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn keiner mehr was hat, Michael, ich glaube, du hast da mal was vorbereitet. Ja, irgendwie gefühlt so viel wie in 3 Episoden davor, aber ich hoffe, ich kann euch gut genug unterhalten mit meinem letzten WandaVision Series Recap, denn eine 2. Staffel wird es erstmal nicht geben, weil es in vielen anderen Properties fortgesetzt wird. Trotzdem, dann fangen wir doch einfach mal an. WandaVision Folge 9, Series Finale. Um es kurz zu machen, Marvel hat uns alle getrollt. The End. Ja, vielleicht noch nicht ganz. Okay, ich hole etwas mehr aus. Es ist soweit, nach 9 Wochen voller Fantheorien, Andeutungen und Mysteryboxen soll das Finale von WandaVision nun alle unsere Fragen beantworten und das Tor aufstoßen für die Zukunft des Marvel-Universums. Ist Mephisto der Mastermind hinter allen Geschehnissen? Sind die X-Men denn nun Teil des Marvel-Universums? Wird uns das geheimnisvolle Cameo alle vom Hocker reißen? Und gibt es eine geheime 10. Episode? Die Antwort ganz einfach, nein, nein, nein und nein. Danke Marvel, fehlt nur noch, dass Rick Astley Never Gonna Give You Up in den Credits eingespielt wird. Aber fangen wir doch nochmal ganz von vorne an. Standoff, Agatha lässt die Jungs los und die Kindies rennen los, auf nach Hause. Doch Magie alleine hilft nicht gegen Agatha. Wie wir als Zuschauer wissen, dass Agatha Magie wie SpongeBob Schwammkopf einfach aufsaugen kann. Zum Glück erinnert sich Wanda an den Flughafenkampf in Civil War und wirft einfach mit ein paar Autos nach Agatha. Die macht einen auf Wicked Witch und lässt nur ihre Schuhe zurück. Oz bleibt weiterhin eine der liebsten Anspielungen von WandaVision. Keine Zeit für eine Atempause. White Vision, den ich hier im Recap einfach mal OG Vision nennen werde, stürzt vom Himmel und Wanda fällt die Kinnlade runter. Ein Heart Squeeze später merkt sie auch, hier stimmt was nicht. Merke, der Mountain aus Game of Thrones würde sicherlich gegen OG Vision im Armdrücken gewinnen. Hätte er diesen unterrichtet, wäre Wandas Kopf jetzt Matsch. So bleibt nur eine Fingernagel zusammenrollendes Knacken über. Keine Angst, Wandas Vision kommt zu Hilfe und rettet den Tag. Kampf Nummer 2 startet. Jin vs. Devil Jin. Fight. CGI Galore Deluxe. Zack Snyder wäre stolz. Währenddessen zurück im Sword-Hauptquartier. Hayward macht den Fehler aller eindimensionalen Bösewichte und verrät Jimmy seinen bösen Plan. Der hingegen zeigt, wie sehr er Scott Langs Lektionen aus Ant-Man zu Herzen genommen hat. Ablenkung ist der Schlüssel aller guten Magie. Schwupps ist das Handy weg, schnell noch blöffen, dass das FBI auf dem Weg ist und ab in die Heuzelle. Bisschen weniger Klischees hätten dem Hayward-Teil der Geschichte sicherlich ganz gut getan. Naja, keine Zeit zum Nachdenken, schnell weiter.
In Westview wird Agents of S.H.I.E.L.D. zum endgültigen Canon-Futter. Agatha zückt das Darkhold aus dem Ärmel und Coulson und Daisy sind damit wohl nur noch Teil des erweiterten Multiversums. Das Todesbuch verspricht die Ankunft der Scarlet Witch als Bringerin des Todes und Weltenzerstörerin. Und der Name-Drop des Sorcerer Supreme ist alles, was von unseren erhofften Doctor Strange-Cameo-Träumen überbleibt. Wanda hofft immer noch, dass Agents of S.H.I.E.L.D. kennen bleibt und dass alles gerade nicht wahr ist, bis Agatha die Westview-Community aus ihrer Trance holt. Die wiedererwachte Dottie fleht darum, doch auch mal an die Kinder zu denken und der Mob ist entfesselt. Die Tiefschläge hören nicht auf. Monica entdeckt die wahre Identität von Fake Pietro, als ob Kevin Feige uns Fans nicht schon genug gefoppt hätte. Evan Peters ist nicht nur nicht Quicksilver aus den Fox-Filmen, nein, er bekommt auch noch den größten Stoner-Namen im ganzen MCU, Ralph Boner. Take that, Comic-Nerds. Nebenan können Billy und Tommy nicht still sitzen bleiben und rasen los, um Mami und Papi zu helfen. Wanda sieht sich indessen mit dem ältesten Rat des Dorfes konfrontiert und will nicht wahrhaben, dass sie es selbst all along war. Kurz bevor sie aus Panik alle stranguliert, tritt sie ein in die letzte Akzeptanzphase der 5 Schritte des Trauerns und Elizabeth Olsen performt noch schnell ihre Emmy-Nominierung ab. Wanda wird zum sprichwörtlichen Skybeam und hofft, dass die Bewohner alle so schnell wie ihr Bruder sind, um aus dem geöffneten Hexfeld zu fliehen. Das WandaVision-Finale schießt aus allen Klischeekanonen. Paul Bettany bekämpft währenddessen weiter den Schauspieler, den er laut einem Interview von vor ein paar Wochen schon immer mal bekämpfen wollte. Sich selbst. Jetzt muss ich kurz singen. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. WandaVision bekommt seinen Arsch versohlt von OG-Vision. Und die Magie der Script-Convenience bringt ihn, Wanda und die Kiddies in dem Moment zusammen, als sich das Hex fällt und damit auch Wandas Familie auf. Wanda kann nicht mehr, fährt den Skybeam ein, als Sword mit einer Armee von Hummern auftritt, OG-Vision sich zum Kampf bereit macht und Agatha einen Schwall Magie auf die Familie Maximoff abgibt. In bester Incredibles-Manier wehrt Wanda den Schuss ab und bringt sich und den Rest der Rasselbande in Superheldenpose. Für den Ultimate Showdown of Ultimate Destiny. Sorry, Vulture.com für den Textlauf und diesen doch sehr schönen Song, aber es hat einfach zu sehr gepasst. Tekken wird zum Super Smash Bros. Brawl. Vision vs. Vision startet gekonnt mit einem Wandtackle, bevor sie in einen Debattierwettkampf über das Schiff des Theseus übergehen. Billy und Tommy schalten die Soldaten aus. Hayward komplettiert seine Bösewichtreise als beinahe Kindsmörder, der den nächsten Level in Monikas Skilltree freischaltet. Billy wird zu Neo aus Matrix, bevor Hayward es fast schafft, sich vom Acker zu machen. Doch Darcy rettet den Tag und verschwindet nach einem coolen One-Liner in das Offscreen-Nirvana. Wanda's Vision gewinnt das Debattierduell und stellt OG-Visions Erinnerungen und Kontaktlinsen wieder her. Der muss sich wie das dritte Rad am Wagen fühlen und haut einfach ab und lebt wahrscheinlich mit Darcy im Offscreen-Happy-End bis zum Ende aller Tage. Draußen auf der Straße macht Wanda Puff und Agatha, hätte sich Agatha letzte Woche die Zeit genommen und ein Age of Ultron-Recap eingebaut, wäre sie nicht auf denselben Move reingefallen wie Tony Stark. Sie finden sich in Salem auf dem Scheiterhaufen wieder und dürfen jede Menge Marvel-Zombies ins Gesicht starren. Nein, nein, nein. Nicht mit Agatha. Sie dreht den Spieß um. Jetzt hängt Wanda am Scheiterhaufen und Agatha schmeißt noch ein wenig mit Exposition um sich herum. Sie schließt mit einem Angebot ab, was Wanda nicht ablehnen sollte. Gib mir deine Macht und ich drücke den Reset-Knopf. Alles kann wieder wie vor Episode 4 sein. Wanda weiß selbst, wo die Rückspultaste ist, befreit sich und es entbrennt der typische CGI-Endkampf in luftiger Höhe über Westview. Piu, 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 wir befinden uns am Ende von Matrix 3 und es ist Neo vs. Agent Smith in bester Anime-Form mit jeder Menge Lichtblitzen. Eigentlich bräuchte Disney Plus vor solchen Episoden ein paar Epilepsie-Warnungen. Wanda, piu, Agatha, piu, Wanda, piu, Agatha, piu, bis Wanda kaum noch Energie hat, weil Agatha weiterhin SpongeBob SquamKopf spielt, hat sich Wanda doch ihrem Schicksal etwa ergeben? Agatha glaubt das jedenfalls und gibt deshalb gleich zu. Ups, sorry, ich hatte nie genug Macht für den Reset-Knopf. Sie holt zum Gnadenstoß aus und es kommt nix. Ach, wie peinlich. Warum nur? Weil die besten Bösewichte nie die Klappe halten können. Und Wanda letzte Woche selbst das Werkzeug in die Hand gegeben hat, um sich zu retten. Runen, immer diese verdammten Runen. Eigentlich müsste Agatha jetzt schnurstracks vom Himmel fallen, sagen wir uns. Sollte sie doch keine Magie mehr einsetzen können. Das geht aber noch nicht, denn Wanda muss sich erstmal ihre eigene Magie zurückholen, nur um das Kostüm zu wechseln und in vollem Scarlet Witch Comic Outfit vor uns zu schweben.
Yippie, der Tag ist gerettet, der Himmel ist blau und die Bösewicht in Handstellen. Agatha darf in ihre Rolle als aufdringliche Nachbarin zurück. Wir nehmen jetzt mal an, dass der Zauber auch halten wird, nachdem Wanda das Hexfeld auflöst. Hoffentlich müssen wir nicht allzu lange warten, bis wir Catherine Hahn zurück im MCU begrüßen dürfen. Das gilt übrigens auch für Randall Park und Teyonah Paris, die für die letzten Episoden ja fast zu Statisten verkommen sind. Wanda jedenfalls hat ihr Schicksal akzeptiert und kehrt mit Mann und Kind zurück nach Hause. Die Sonne geht unter, das Hexfeld schrumpft in sich zusammen und die nächsten Minuten brauchen alle Zuschauer dringend Taschentücher, wie ich gerade für meine Nase. Wir sagen auf Wiedersehen zu Wanda's Vision und den Jungs, aber nicht für immer, denn Paul Bettany weiß genau, dass Marvel ihn nicht allzu lange ruhen lassen wird. Und gerade fällt mir wieder ein, dass er zurzeit der Dienstälteste im MCU ist. Ja, Robert Downey Jr. kostet einfach zu viel und nur Jarvis / Vision ist der Einzige, der noch vom Anfang dabei ist. Wir werden uns also wiedersehen. Der Hex endet und das Haus verschwindet. Wanda geht den Walk of Shame und darf sich trotzdem noch von Monica verabschieden, inklusive bösen Blicken der Westview-Bewohner. Aber dann heißt es wusch, Scarlet Witch to the Sky aus Westview und dem Sonnenuntergang heraus. Diesmal sage ich extra nicht The End, weiß ja jeder, dass Marvel uns nicht ohne ein paar End-Credit-Scenes entlässt. In Szene Nummer 1 dürfen wir uns nochmal kurz von Jimmy verabschieden und Monica trifft auf einen FBI-Skrull mit einer Nachricht von Nick Fury. Herrgott nochmal, gebt uns doch wenigstens Sam Jackson in einer Credit-Scene. Das kann der doch. Da müssen wir bis Captain Marvel 2 warten. Szene 2 bereitet uns hingegen auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness vor. Sehen wir doch Wanda einsam in den Bergen leben und heilen. Wait for it, nee, lieber doch nicht. Sie hat sich nämlich heimlich das Darkhold geschnappt und studiert via Astralprojektion den Plot des nächsten Marvel-Films. Hilferufe der Kiddies aus dem Äther und Schnitt. Schön war's, mein Mund ist fusselig, meine Nase läuft. Und wir sehen uns wieder bei Falcon and the Winter Soldier. Eieieiei. Da hast du ja 90, ja, eben keine 90 Minuten. Und wir hatten ja so gehofft, das Internet hat wieder gelogen. Es hieß, es gibt die letzten drei Folgen sind eine Stunde lang. Und dann hatte ich ja gehofft, na komm, dann wird ja vielleicht die letzte Folge irgendwie 90 Minuten haben oder so. Nee, es waren auch nur 50, glaube ich, oder so. Ja. Und da war eine Menge drin. Da war eine ganze Menge drin. Ein paar Sachen hatten wir richtig, ein paar hatten wir falsch. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass man Dottie durchaus eine etwas größere Rolle hätte geben können. Ja. Da haben die mich getrollt. Und ja, einige Dinge waren wirklich ein ganz großes Trolling. Also, lasst uns drüber reden, ob es gekonnt war oder nicht. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich bin so ein bisschen. Ah, und im Chat hat auch schon jemand geschrieben, er hat geweint. Also an der einen oder anderen Stelle, ja, ich bin etwas ratlos aus diesem Finale rausgegangen. Wie ging es euch? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie sehr viel aufgebaut haben, sehr viele Kisten aufgemacht haben. Und mich hat es dann doch ein bisschen enttäuscht, dass sie diese Kisten nicht geschlossen haben, richtig. Also klar, man kann sagen so, ja, diese ganzen Teufelsandeutungen, Mephisto, das war ein Spaß und so, ne? Das hatte nie was zu bedeuten. Ja, okay, kann man machen, ist aber irgendwie doof für alle, die sich darauf tierisch gefreut hatten, ne? Und genauso wie mit den ganzen anderen Fantheorien. Also, warum muss man ausgerechnet Evan Peters für Quicksilver casten? Warum kann man nicht irgendwen nehmen, wenn es dann doch keine Verbindung zu den X-Men hat? Solche Sachen, das verstehe ich nicht so ganz. Das lässt mich auch so ein bisschen ratlos zurück, was ich sehr schade finde. Aber ich finde trotzdem, dass das, was gezeigt wurde, gut gemacht wurde. Und das ist eine Serie, vor allem auch, die auch Leute gucken können, die mit dem MCU nicht so viel am Hut haben. Und das ist auch schön. Und trotzdem werden wir Ultra-Nerds auch abgeholt und können sagen, oh, hier Mephisto, oh, hier X-Men, oh, hier. Ne? Ja, ich glaube, das hast du sehr gut gesagt, dass vor allen Dingen auch die anderen abgeholt werden. Ich meine, ich hatte es ja irgendwie vorletzte Folge einmal gesagt, wir dürfen wahrscheinlich als Fans einfach nicht zu kompliziert denken, weil wir sind letztendlich immer noch im MCU und ja, es gibt jede Menge Comic-Verweise, aber das Ding läuft auf Disney Plus, soll ein Treiber für Disney Plus sein und dementsprechend muss der Massenmarkt extrem abgeholt werden. Was
das Ganze ja auch irgendwie dann gemacht hat. Hätten wir jetzt noch irgendwelche komplizierten Sachen mit reingenommen, Mephisto und Co., X-Men plötzlich. Ja, nicht in der letzten dazu. Folge. Ja, nicht in der letzten Folge. Ich muss sagen, beim ersten Gucken, ja, war ich vielleicht etwas hintergründig enttäuscht. Beim zweiten Gucken musste ich eingestehen und fand es auch gut dementsprechend, dass das eigentlich nur konsequent war, was sie gemacht haben. Eben, ja. Das ist es halt auch. Man muss es schon loben, dass das, wie du sagtest, Michael, total konsequent ist, was die durchgezogen haben. Ja. Die haben eben nicht dann nochmal in der letzten Folge gesagt, hey, guck mal, hier ist aber vielleicht Mephisto und hier vielleicht die X-Men. Sie haben halt das einfach durchgezogen, ne? Das so zu belassen. Und ich hätte es auch blöd gefunden, wenn jetzt in der letzten Episode sie nochmal mit was Neuem, also für uns jetzt nichts Neues, aber für Zuschauer und Zuschauerinnen, die es vielleicht nicht so gut kennen, weil sie eben nicht die Comics gelesen haben, da was Neues einzubringen. Ne? Das wird ja nur alles verkompliziert für die Leute. Also die Serie holt einen eigentlich von vorne bis hinten total ab, finde ich. Und wenn du die ersten drei Folgen überstanden hast oder die ersten zwei. Ja, ich finde aber auch die ersten drei Folgen genial. Ich finde die Serie. Ich finde die auch genial. Grandios. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir hatten ja in unserem ersten Cast festgestellt, wenn du halt völlig unbedarft in die Nummer reingehst, ja, dann sitzt du natürlich schon davor und denkst dir so, was, wie? Und lustig ist es auch irgendwie nicht. Also die ersten drei Folgen oder die ersten zwei Folgen muss man schon, glaube ich, so durchstehen. Nicht, dass sie eine Qual sind, aber du musst dich halt drauf einlassen. Wenn dich nicht drauf einlässt, dann bist du halt raus. Und deswegen weiß ich nicht, ob das Ganze das irgendwie so abholt. Ich bin aber bei euch, jetzt am Ende noch mal irgendwas reinzuschmeißen. Das wäre sicherlich Quatsch gewesen. Gehen wir doch mal einen Ticken charaktermäßig so durch. Also, beziehungsweise erstmal, also eine 10. versteckte Folge gibt's nicht. Freitag gibt's das übliche Making-of. Von daher gibt's also keine versteckte 10. Folge. Was haben wir noch? Wir haben, bleiben wir mal bei Agatha. Die will also die Kräfte von Wanda haben und wird jetzt also doch nicht ihre Mentorin und oder doch vielleicht, weil ich sag mal, sie sagt ja schon so foreshadowing-mäßig, you're gonna need me someday. Ja. Und ich glaube, wir haben sie nicht zum letzten Mal gesehen. Und selbst wenn sie sich überlegt haben, den Charakter jetzt in der Serie dann nur noch Agnes, die nervige Nachbarin zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund der doch extremst positiven Reaktion auf diesen Charakter, dass man sich dann vielleicht überlegt, vielleicht tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir den jetzt in der Versenkung verschwinden lassen, weil er einfach sehr beliebt ist. Und so, dass man da vielleicht nochmal denkt, ach, okay, auch wenn wir eigentlich keine Pläne für ihn hatten, vielleicht lassen wir doch nicht sterben. Und so ein Satz, you're gonna need me someday, ich meine, da kannst du ja dann alles rein interpretieren. Also für mich hat sie das Potenzial wie ein weiblicher Loki, muss ich sagen. Total. Weil sie einfach erstens die perfekte Schauspielerin dafür und sie ist auch clever geschrieben. Und deshalb möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, auf die ersten und die letzten Episoden. Wir haben ja schon zumindest in den ersten 4, 5 Episoden ein ganz schön außergewöhnliches Wagnis und Konstrukt für diese Serie bekommen, das das MCU bisher in dieser Form noch nicht gewagt hat. Das Problem wie bei allen anderen Marvel-Filmen ist eigentlich so ein bisschen wieder der dritte Akt, der in die typische CGI-Schlacht und das Einfache rübergeht, weil das Potenzial, diese Weirdness, die wir drin hatten, die war ja schon wirklich toll gemacht und ich hätte mir auch gerne noch weiter das in der Richtung angesehen. Aber natürlich, wie wir es eben gesagt haben, irgendwann muss auch die Allgemeinheit mal abgeholt werden und dann brauchen wir vielleicht doch die typischen Kämpfe am Ende, wie wir sie im MCU immer kriegen. Ich hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn es reiner Psychokampf gewesen wäre und wir wirklich in die Traumata und Tiefen der Seele von Wanda noch mehr abgedriftet wären. Das hätte es auf jeden Fall noch hergegeben am Ende. Auf jeden Fall. Ich und weiß. Das Wichtige ist, es ist ja Wandas Reise. Genau. Weil letztendlich, Vision hat es ja am Ende auch nochmal gesagt, der ist eine fleischgewordene Erinnerung, aber die am Steuer saß, war letztendlich Wanda. Wir haben ihren Trauerprozess durchlebt in der gesamten Serie, wie sie mit ihren ganzen Traumata überhaupt klargekommen ist und ein Stück weit, man kann nicht heilen, aber ein Stück weit in die Akzeptanzphase rübergegangen ist. Und da hätte jetzt jegliche
vielleicht großen Cameos oder wenn so ein Doctor Strange aufgetaucht wäre und Magneto, auch so ein bisschen die Kraft daraus genommen, dass sie das jetzt aus sich gemacht hat, weil es war am Ende kein großer Bösewicht wie Mephisto. Es war, Agatha hat nur ein bisschen ihr Sand ins Getriebe geworfen. Es war alles Wonder und es ist aus ihr herausgekommen und das gibt ja dem Charakter eine Tiefe, die wir bisher selten in den Filmen so erlebt haben. Ja, es fokussiert sich halt alles sehr um Wanda und das finde ich auch sehr gut gemacht, dass man wirklich am Anfang denkt, okay, wohin führt mich diese Serie überhaupt? Und dann begreifst du erst in den letzten Folgen, das ist die Trauerreise von Wanda. Krass! Und ich finde es halt schön, dass es wirklich um ihre Entwicklung geht. Und klar, Vision ist auch dabei, aber es geht nicht um Vision in dieser Serie, es geht um Wanda. Ja, er ist ja auch als Vision selbst ist ja auch in den letzten Episoden fast gar nicht mehr zuvorgekommen. Wir haben den White Vision gehabt, wir haben Vision in Rückblicken gehabt und wir haben jetzt ein bisschen kämpferischen Vision gehabt. Aber die letzten Episoden waren total der Fokus auf alles, was Wanda anging. Dann spielen wir doch mal die 5 Phasen der Trauer einfach mal durch. Wir haben in der ersten, ich meine, wir haben das schon mal in einem anderen Podcast gehabt, da sind wir durch die 5 Phasen der Trauer gegangen. Jetzt geht unser Hauptcharakter durch die 5 Phasen der Trauer und für alle die diesen Star Trek Podcast nicht gehört haben, wollen wir an der Stelle die nochmal wiederholen. Also Phase 1 ist leugnen und nicht wahrhaben wollen. Sehen wir diese Phase in der Serie? Ich überlege gerade. Ja, der ganze Anfang. Die ersten Folgen, wenn sie leugnet, dass überhaupt irgendetwas anderes passiert ist. Die Vision ist da, sie ist glücklich, alle sind happy, sie leugnet die Realität. Ja. Dann haben wir die Phase 2, das ist Wut und andere aufbrechende Emotionen. Sehen wir auch, aber chronologisch ist es nicht die richtige Reihenfolge. Also eigentlich doch. In der Serie doch. Schon, aber nicht in der Zeit der Serie. Es ist ja in dem Moment, wo Ultron und Pietro das erste Mal erwähnt werden und Wanda aus dieser Realität gerissen wird und wütend wird und Monica rausschleust. Genau. Okay. Ja, ja. Mhm. Monica wird ja rausbefördert, da war sie wütend und sie kommt ja selber aus ihrem Hexfeld sogar einmal ganz kurz raus und sagt, ey, pass bloß auf, kommt mir nicht mehr. Ja gut, aber das ist ja später. Ja. Dann haben wir die Phase des Verhandelns. Da kommt sie nämlich raus und sagt, hey, hier geht hier nicht mehr rein. Und dann haben wir die Phase der, im Grunde genommen der Depression und der inneren Selbstzweifel, der inneren Auseinandersetzung mit dem Verlust. Haben wir die denn? Während alles, klar, wenn alles glitscht und sie gar nicht mehr weiß, wie die Realität jetzt ist. Ja, genau. Die ganze Modern Family Episode, wo sie ja auf der Couch rumhängt und sagt, boah, hat alles keinen Sinn mehr. Und dann haben wir die Phase der Akzeptanz. Des neuen Selbst und des neuen Selbstbezugs. Also das ist natürlich dann jetzt am Ende, vor allem als sie sich dann bei den ganzen Dorfbewohnern von Westview dann auch mal entsprechend entschuldigt, die ja stellvertretend für sie oder mit ihr ja diese ganzen Phasen durchlitten haben. Muss auch kein Spaß gewesen sein, vor allem nicht für Dottie. Ich glaube, dass gerade diese Phase eher so ein Reinschlittern in der Phase ist. Die Akzeptanz hat sie dann am Ende, als sie das Hexfeld auflöst und sich von Vision und ihren Kindern verabschiedet. Wo man sich dann aber auch wieder fragen muss, rutscht sie vielleicht doch etwas zurück durch die Endcredit-Scene, die wir da gesehen haben? Ja. Weil das kommt ja auch durchaus auf dieser Trauerreise vor. Die ist ja auch nicht, man muss sie auch nicht alle Phasen einzeln oder alle Phasen nacheinander durchleben. Das Spannende daran ist ja, dass man durchaus wieder in alte Phasen zurückfallen kann. Ja gut, das ist ja auch, hat man ja auch schon in den Avengers-Filmen gemerkt, als Wanda um Pietro vor allem getrauert hat, ne? Ja. Dass sie da immer wieder zwischen den Emotionen steht. Und ich würde die Endcredit-Szene aber eigentlich anders interpretieren. Okay. Also für mich war das ja sehr klar, dass sie wissen möchte, was über sich in dem Buch steht. Warum ist sie die Todbringerin, Weltenzerstörerin, wie auch immer. Und sie liest es halt nach im Darkhold, studiert das Darkhold, um es besser zu verstehen. Und projiziert sich ja auf eine Astralebene, wie Doctor Strange. Das fand ich sehr schön. Also ein toller Vergleich einfach, dass Wanda das jetzt auch kann, weil sie ist ja stärker als
Dr. Strange, wie wir jetzt auch wissen. Logischerweise, für mich schon immer natürlich. Und dann, während sie das studiert, hört sie ja die Rufe ihrer Kinder. Wahrscheinlich aus einem Multiversum. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt das Darkhold studiert, um böse zu werden, sondern eher, dass sie das Darkhold studiert, um mehr über sich selbst zu erfahren. Ist es aber nicht vielleicht... Ich weiß nicht, ob man es genau so sehen kann, weil die Visuals, gerade auch dieses, ja, natürlich ist der Zauber, der Chaos, die Chaosmagie um sie sehr rot, aber das wirkte doch für mich noch ein wenig düster und zwiespältig, wie wir sie da sehen. Und sie sieht auch mit seinen roten Augen einfach. Also. Aber ich, der Chat schreibt also, ganz richtig, so habe ich es eigentlich auch empfunden, wobei ich diese Parallele jetzt nicht gesehen habe. Ich habe eine andere Parallele gesehen, nämlich zum Ende vom Hulk. Da ist er ja auch, der Dr. Banner, in einer Hütte. Aber Renova 96 schreibt, in der Endcredit-Szene sah sie eher aus wie Thanos auf der Terrasse, komplett entspannt, während sie gleichzeitig wie Strange lernt. Also ja, sagen wir es mal so, habe ich jetzt nicht so gesehen, aber das Entspannte habe ich auch gesehen. Ganz ehrlich, du inszenierst ja, total, den Teekessel und so weiter. Das ist ja völlig entspannt. Und eine Sache könnt ihr mich ja mal ein bisschen abholen, wenn wir dabei bleiben. Also sie ist ja dann jetzt die Scarlet Witch. Das ist ja, also haben wir ja gelernt, etwas, das gemacht wird. Ich möchte mal fast sagen, so The Chosen One, also der Anakin vom MCU sozusagen. Und dann sagte Agatha, sie wäre jetzt mächtiger als der Sorcerer Supreme. Das ist aber nicht der Ancient One. Nein, der Sorcerer Supreme ist ja ein Titel. Und den Titel hat aktuell Dr. Strange. Vorher hatte die Ancient One den. Und eigentlich ist es ja schon einigermaßen klar, warum sie mächtiger ist, weil Dr. Strange hat ja im Prinzip, er hat den Infinity Stone benutzt, um machtvoll zu sein und hat natürlich eine gewisse Grundkraft, aber sie ist einfach, in ihr ist ein Teil eines Infinity Stones und beziehungsweise der Teil des Infinity Stones, wenn man es so interpretiert, hat ja ihre Macht nochmal aufgeweckt. Die da war, also ist sie gleich, hat sie gleich alle Vorteile, die Dr. Strange vielleicht so aktuell noch nicht hat. Ja, aber auch alleine, sie bezieht ja auch die Magie aus der Chaosmagie. Das ist ja viel krasser einfach auch. Okay. Ist es nicht so, dass sie keine Sprüche aufsagen muss? Währendgehend, genau. Also Agatha ist ja sauer auf sie, weil sie ja nichts lernen musste. Sie kann es einfach. Und, Agatha musste es ja jahrhundertelang, Gesundheit, musste es ja jahrhundertelang studieren und sie kann es einfach. Und sie muss ja dann auch irgendwie nichts aufsagen, sondern sie denkt, also so habe ich es verstanden, sie denkt einfach, Autos fliegen durch die Luft und Autos fliegen halt durch die Luft, wohingegen Agatha halt noch irgendwas vor sich hin murmeln muss. Ganz genau. Das heißt aber dann, und das habe ich jetzt ja dann in mehreren, ihr seid ja da so stellvertretend für mich, oder stellvertretend für unsere Hörer, die ja nicht alle so tief drin sind. Das heißt aber, wenn sie doch jetzt so ein übermächtiges Wesen ist, wird sie denn dann auch wie die Dark Phoenix-Geschichte dann auch so latent böse irgendwie? Also so Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert dann absolut, frei nach Jean-Luc oder JL, wie er jetzt heißt. Also die Sache ist ja, dass ich lese die Comics nicht, ich bin ja Wikipedia und YouTube-Gucker, deshalb weiß ich davon so ein bisschen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber diese Inkarnation der Scarlet Witch ist ja jetzt auch in den Comics mehr oder weniger neu, dass es mehr wie die Phoenix Force ist, dass die Scarlet Witch quasi fast schon wie eine Entity von außen ist, die sich mit Wanda vereint, um halt diese Rolle der Scarlet Witch einzunehmen. Habe ich zumindest so gelesen oder so verstanden. Ja, das ist neu, das weiß ich nicht. Ja. Und deshalb ist das hier ja auch ähnlich. Sie hat ja auch in der Vision mit dem, jetzt muss man zurück in die letzte Folge gehen, wo sie den Infinity Stone sieht, wie er sich aufschält und dann sieht sie die Vision von der Scarlet Witch. Ist es jetzt eine Vision von sich selber in der Zukunft? Ah, ja. Nicht unbedingt. Ist es vielleicht die Scarlet Witch, die Macht der Scarlet Witch, die sie
da sieht und die in ihr jetzt freigesetzt wird, weil das kann man ja auch sagen. Oder ist es vielleicht ja, wieder, sie ist ja ein Nexus-Wesen weiterhin, das in allen Realitäten gleich ist. Vielleicht ist es ja auch eine Wanda aus einer anderen Realität, die sie, ich denke wahrscheinlich schon wieder zu kompliziert, die ihr alles offenbart in der Richtung. Ja, glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil die Sequenzen sich sehr geähnelt haben. Also dieser Moment, als es aus dem Infinity-Stein rausspringt sozusagen, ist ungefähr fast der gleiche, wenn Wanda ihr neues Kostüm revealed. Es ist, für mich kannst du das eins zu eins übereinanderlegen. Deswegen glaube ich, dass das die Vision ist, die Wanda von sich hat. Ja, okay. Würde ich mir logisch so erklären. Ja, ist aber die Frage, ob sie jetzt böse wird, in Anführungszeichen. Ich würde Dark Wanda sehr, sehr gerne sehen. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen Dark Wanda gesehen in der Serie, extra in Anführungszeichen, weil sie ist ja direkt wieder auf den rechten Weg gekommen eigentlich. Es wäre spannend, vor allem in Bezug auf die Mutanten. Haha. Ja. Und, ich weiß, ich komme jetzt wieder hier mit meinem House of M, aber. Ich meine, es wird ja auch gemunkelt, dass sie ist ja beim Multiverse of Madness dabei. Yes. Es wird auch gemunkelt, dass sie einer der Auslöser dafür ist. Und im Wesentlichen im Comic ist ja, dass sie an wie bei sowas wie House of M ihren Verstand verliert. Und sich dann erstmal wieder selber finden muss. Ja, ich finde halt, Wanda braucht jetzt kein Psychotrauma mehr. Das haben wir jetzt genug gehabt. Die muss nicht noch mehr leiden. Also ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man diese Storyline fährt, dass sie jetzt im Multiversum ihre Kinder halt sucht und dadurch eben auch mit Doctor Strange zu tun hat. Und ja, wenn sie aber dadurch trotzdem so ein bisschen auf Abwägen kommt, fände ich das nicht schlecht für Wanda. Ja. Ich mag das. Ich liebe das total, wenn die Figuren, die man so als Hero sieht, dann so ein bisschen fallen. Also ich sag nur Captain America, Heil Hydra. Ja. Sie hat ja, wenn man sich genau überlegt, Doctor Strange wahrscheinlich noch nie kennengelernt oder weiß vielleicht auch noch nicht viel von ihm, weil er ja in Endgame kannte Tony Stark ihn ja auch noch nicht mal in Infinity War. Und dann ist er ja mit Tony Stark direkt von der Erde zu dem anderen Planeten geflogen, war dann 5 Jahre weg, bis er wiedergekommen ist, genauso wie Wanda. Und wer weiß, ob die Avengers sich bis dahin so stark abgestimmt haben. Ah, ja. Vielleicht hat dieser Sorceress Supreme Name Drop ihr noch nicht mal irgendwas gesagt. Könnte sein, aber man kann vielleicht davon ausgehen, dass man sich irgendwie mal im Battle gesehen hat oder so. Also dazu müsste ich jetzt wirklich den Film Sequenz um Sequenz nochmal gucken, um zu schauen, ob die in irgendeiner Szene zusammengeschnitten sind oder so. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Wanda kann ja Telepathie. Also vielleicht hat sie auch schon mal Gedanken von ihm irgendwie gehört, weil sie hört Sorcerer Supreme und dann grübelt sie und dann kann sie irgendwie eine Link-Connection, die ist ja einfach unfassbar mächtig, ne? Ich kann mir das vorstellen, dass sie das durchaus kann, dass sie dann sofort eine Link-Connection irgendwie zu dem aufbaut und mal in seinen Kopf guckt oder so. Ja, ich glaube, sie kennt die noch nicht, also zumindest im Onscreen haben wir das noch nicht gesehen. Stefan schreibt aber gerade die Beerdigung von Iron Man. Ja, da könnten sie sich alle getroffen haben. War da Doctor Strange dabei, ehrlich? Weiß ich auch nicht. Kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Es gibt ja die Kamerafahrt über alle Helden und da dürfte sicherlich Doctor Strange dabei sein. Müsste er auch dabei sein. Ja, dann haben sie sich auf jeden Fall mal gesehen. Ja. Aber sie haben jetzt noch nicht irgendwie auffällig viele Sätze miteinander gewechselt. Das wollten wir eigentlich sagen. Beim Buffet wahrscheinlich. Kann ich mal die Mayonnaise haben, bitte? Ja, danke. Also wahrscheinlich. Genau. Sehr wahrscheinlich. Du hast gerade eben gesagt, battlen. Und Michael, du hast vorhin gesagt, trollen. Und beides zusammen, ich liebe meine Überleitung, beides zusammen bringt uns natürlich zur zweiten Battle dieser Folge und zum zweiten großen Trolling, nämlich dem Trolling von Paul Bettany, dass ein ganz großes Cameo, dass er endlich mal mit einem Schauspieler arbeiten könnte, den er schon lange, mit dem er schon immer arbeiten wollte, so hat er es gesagt. Und ich habe euch noch gesagt, der kloppt sich mit sich selber und ihr habt, weiß der Teufel was, ihr McKellen habt da gesagt und Benedict Cumberbatch und weiß der Teufel was, aber hey, man darf doch
noch träumen, Chris. er hat sich dann doch tatsächlich mit sich selber gebettelt, nämlich und er hat es noch zugegeben, ein paar Tage später im Interview hat er das gesagt, ja, da habe ich euch alle ein bisschen auf die Huppe genommen. Ja, dann hatten wir also den Kampf White Vision gegen Red Vision. Lass uns mal diese zwei Begriffe nehmen, damit wir die ganz gut auseinanderhalten können. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das irgendwie, also der Ausgang dieses Kampfs, der ging irgendwie so an mir vorbei. Ich muss gestehen, ich hatte auch nicht die Chance, zweimal zu gucken. Ich habe es jetzt nur einmal geschaut. Wir hatten also nicht das Mergen, das wir ja irgendwie vorausgesagt haben, dass also wo wir gesagt haben, naja, dann kloppen die sich und am Ende wird halt dann, genau, wenn die irgendwie fusionieren. Obwohl, in einem besten, in bester Spock-Manier, ja, all das vergiss bitte nie, ganz genau, hat er zu 99,99999% natürlich sämtliche Erinnerungen übertragen, man sieht es ja dann an den Augen, sodass das Hintertürchen für einen Vision 2.0 oder wie es in der Serie gesagt wird, für ein Schiff des Theseus oder Theseus-Paradoxon, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, was das eigentlich ist, ist natürlich offen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ich nicht ganz verstanden habe, ich muss gestehen, war ich vielleicht doch gerade irgendwie draußen oder so, was auch ein schlechtes Zeichen ist, wenn ich nebenher mal rausgehe, weil dann war es nicht so fesselnd. Und plötzlich war der weg. Er sagte dann so, ja, ich gehe dann jetzt mal Wissen suchen. Hä? Nee, er hat ja gesagt, I'm Vision. Und dann ist er abgehauen. Wissen suchen, nicht Vision suchen. Wissen suchen, mit Doppel-S. Hat er das gesagt? Ich habe das im Englischen verstanden, I'm Vision. Ja, nein. Ja. Ist schon klar. Ich meine, er ist jetzt halt weg auf die Suche nach was? Was auch immer. Wohin? Warum Heiliger ist er Gral. Genau, das habe ich nicht verstanden. Plötzlich ist der weggeflogen. Ja, das hat ja eine ganz logische Erklärung, wenn man das mal so betrachtet, weil Vision wird sehr wahrscheinlich nochmal in irgendeinem MCU-Gedöns wiederkommen. Und deswegen haben sie ihn da rausgenommen, um nicht direkt zu sagen, hey, guck mal, Wanda, aber Vision lebt doch noch. Hier, ihr könnt heiraten und Kinder kriegen, da ist er. Aber er sieht jetzt halt ein bisschen weiß aus. So. Die mussten ihn halt da wegbringen, damit Wanda eben nicht das Happy Traumend bekommt, sondern diese Akzeptanz hat. Okay, aber wo ist er hin? Vom Drehbuch her, logisch. Wohin sie ihn bewegen müssen, okay. Aber ich habe den Dialog nicht gerafft. Die quatschen und plötzlich fliegt er weg. Ich fand den auch albern, den Dialog. Total. Ja. Also, ja. Wissen sagt, ja, erinnere dich doch einfach mal an all das Schöne, was ich erlebt habe in meinem langen Leben. Hier, Junge, guck mal. Und dann hat Vision auf einmal eine Erleuchtung und denkt sich, ja, du hast vollkommen recht. Mein Erfinder, derjenige, der mich wieder zum Leben gebracht hat, hat Unrecht. Was für ein böser Mann. Ich fliege jetzt weg. Ja, okay. Ja, dann bin ich also nicht der Einzige, der nicht ganz gerafft hat, warum er da weg ist. Also in der Geschichte kann man sich vielleicht so ein bisschen so erklären. Er hat natürlich den, eigentlich ist es dann wieder dieses typische Paradoxon-Klischee für Roboter, die ihren Auftrag nicht erfüllen können, weil der Auftrag sie selber dann am Ende sind, so ungefähr. Und er wurde ja zurück ins Leben geholt mit dem primären Auftrag, Vision zu zerstören und Wanda aufzuhalten. Und jetzt, in dem Moment, gab es quasi einen kleinen Reboot für ihn. Seine Festplatte wurde aufgeladen mit Erinnerungen, die er erstmal für sich ordnen muss. Und vielleicht hat er seine Direktive komplett durcheinander gebracht und weiß jetzt erstmal nicht, was los ist. Deshalb nimmt er sich aus dem Spiel. Das würde ich jetzt so deuten aus der Geschichte heraus. Er muss jetzt erstmal mit den Erinnerungen klarkommen und deshalb lässt er die Leute da selbst was machen, bevor er irgendeinen Mist anstellt. Okay. Also dann sind wir uns einig, das war etwas unglücklich. Ja, es ist etwas unglücklich gewesen. Ich fand auch... Der ist halt schlecht rausgeschrieben, anders kann man es nicht sagen. Ja, genau. Sagen wir doch, wie es ist. Dafür, dass er als Haywards Plan so lange aufgebauscht wurde und am Ende nicht wirklich viel verbracht hat, ist es schon sehr schade. Ist genauso, ich meine, deshalb hätte der Serie vielleicht eine 10. Folge ganz gut getan oder zumindest eine Final-Doppelfolge,
um sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Ja. Es ist ja nicht nur White Vision, der zu kurz gekommen ist. Ich habe es in meinem Recap gesagt, alle anderen außer Wanda, also es ist natürlich Wanda Show, haben so ein bisschen, zu Statisten verkommen. Denkt an Darcy, ob Kat Dennings irgendwas anderes zu tun hatte und deshalb nicht mehr auftauchen konnte. Es muss so sein, ganz ehrlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Darcy ist so ein Publikumshit und alle lieben Darcy und die hat auch Bock, Darcy zu spielen und dann einfach so, sie crasht in das Auto und dann hat sie einen coolen Spruch und geht. Was ist ja. Und dann so, und dann Jimmy Woo sagt noch so irgendwie was so, ja, Darcy ist zu cool für Abschiede, wo ich mir dann denke, ja, kennt ihr, das hatte keine Zeit, ihr könnt mich doch nicht verarschen, Mann. Ja, ich meine, Jimmy hat wenigstens noch ein bisschen, ich finde, fand die ganze Sache mit Jimmy eigentlich nicht schlecht, wenn man seinen Werdegang seit Ant-Man sieht. Ich meine, er ist ja wirklich, hat eine Obsession für Magie entwickelt und deshalb war er auch dann ein kleiner Entfesselungskünstler. Das war total schön. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr, sehr traurig um die Pietro-Geschichte bin. Logischerweise, ne? Also, ist ja jetzt kein Geheimnis, aber das so aufzulösen, ja, du heißt Ralph Boner. Ja. Und also dann alle so, Boner, mega lustig, also ganz ehrlich, ich wollte das Boner-Witz. Für einen billigen Peniswitz fand ich es halt auch echt so, okay. Ja. Ja. Das ist ja also, ich passt total zu Pietro. Zu 100% ist das ein Pietro-Witz. Das ist großartig, aber der hat sich das ja nicht ausgesucht. Ne? Wenn der Witz von ihm käme, fände ich es grandios. Aber der kam ja mehr oder weniger von der Gertha. Ja, er war ja der vorhergehende Bewohner von dem Haus, so wie ich das genau verstanden habe. Genau, der hat da einfach gewohnt. Und warum hat er dann einen Hexenkeller? Ein Hexendungeon. Ein Hexendungeon in seinem Keller? Das okay. Weiß niemand. Vielleicht spielt der Lasertag da unten. Könnte ich mir durchaus vorstellen bei Ralph Boner. Der ist noch aus American Horror Story übrig. Ganz genau, ja. Also es war halt ein bisschen wasted. Ich habe, mein armer Pietro, wie immer. Ja, es war halt einfach cringe, nicht übergreifend. Das war echt cringe. Also das war so, echt jetzt Boner? Wirklich jetzt? Boah, ich muss gucken. Hat es jemand auf Deutsch geguckt? Im Chat könnt ihr mal kurz sagen, ob der auf Deutsch dann auch Ralph Boner heißt, ja, oder ob sie das irgendwie übersetzt haben. Was doof wäre, weil sie ja später den Namen auch auf dem Foto einblenden. Ich habe es auf Deutsch nicht geguckt, also von daher keine Ahnung. Ich meine, die sagen im Deutschen auch Boner, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Vielleicht habe ich mich auch zu sehr auf das Foto einfach fixiert. Da werden die nicht den Namen geändert haben. Der Chat fragt, der Sascha, denkt ihr, dass da noch eine Hintertür kommt, Mutant oder so? Am Ende sind seine Fähigkeiten ja nicht erklärt. Doch, die sind erklärt worden, denn er hat ja die Kette getragen und die Kette, die leuchtete in Agathas magischer Farbe. Also daher werden die Kräfte kommen. Also it was fake all along. Deswegen ist natürlich Pietro doch irgendwo richtig, weil, ja, aber klar, es war natürlich, also jetzt. Ich hoffe, dass sie sich ein Hintertürchen auflassen, auch alleine, weil ich es sehr wasted finde, einfach zu sagen, übrigens, Wanda hatte ihre Fähigkeiten schon als Kind, hier ist der Beweis. Ja. Das ist halt so, das könnt ihr nicht einfach in einem Nebensatz sagen. Superhelden haben im MCU immer irgendwie ihre Fähigkeit irgendwoher, das kommt nicht einfach aus dem Nix. Ja, also ich glaube, viel wird den Anfang nehmen im Doctor Strange-Film und ich meine, wir haben so viele Andeutungen gehabt. Auch dieser Wissenschaftler von Monica, der Freund, der Raumfahrtingenieur oder Luftfahrtingenieur, der mal eben da zusammengeschraubt hat, alle haben sich gefreut. Es gibt eine wunderbare Rock-Version von Agatha All Along, wo der Sänger dann am Ende des Songs ruft, Where's Reed Richards? Also ich meine, sie bereiten schon den Weg vor für alles, was kommt, aber absolut. Es ist natürlich viel Trollen dabei und die werden sicherlich ganz, 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 ganz viel Spaß gehabt haben, das einzubauen. Was ich jetzt letztendlich, komm, ich meine, wir hatten doch auch alle Spaß zu theoretisieren. Ich finde es gar nicht schlimm. Total, das war mega. Ja. Ich hatte so viel Spaß wie selten bei irgendeiner Serie. Ich bin auch der Meinung, WandaVision ist eines der besten Sachen, was aus dem MCU entsprungen ist. Ja, absolut. Und deswegen, es war auch mal jetzt mal eine Serie, die halt mal sowas ausprobiert, die mit so einer Meta-Ebene spielt. Und die einfach mal macht.
genau, diesmal macht und dies auch mal gekonnt macht. Und sind wir ehrlich, hätten wir mit all unseren Theorien recht gehabt, säßen wir jetzt auch hier und würden sagen, langweilig, alles vorher schon gewusst. Das ist doch langweilig. Ja. Das haben wir ja auch schon gemacht, zum Beispiel, als wir wussten, it was Agatha all along, saßen wir ja auch, ja, das war jetzt eine langweilige Folge für uns, wussten wir schon so, seit 5 Episoden haben wir das schon theorisiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das langweilig, wenn meine Theorien alle fertig kompakt gestimmt haben. Ich habe mich gerne überraschen lassen. Absolut. Das ist ja genau der Punkt. Wenn es eine clevere Auflösung gibt, wo man dann sagen kann, ah, okay, ja, so passt es auch. Was halt das Problem ist, wenn du Auflösungen hast, die halt vorher nicht mal, also die einfach aus dem Nichts kommen, wo, keine Ahnung, wie wenn jetzt vorher, also wenn jetzt Mephisto gekommen wäre, hätte man sagen können, klar, da gab es vorher genug Andeutungen. Aber angenommen, die hätte es alle jetzt nicht gegeben und plötzlich in der letzten Folge, 10 Minuten vor Schluss, tut sich die Erde auf, da kommt dann so ein Mephisto raus und sagt, it was me all along. Dann kannst du natürlich alles erklären und nichts erklären und dann sitzt natürlich auch jeder da und denkt so, hä? Didn't see that coming, ja. Und aber halt nicht im positiven Sinne. Und daher. Im Chat wird gerade übrigens geschrieben, der Regisseur hat bei Kevin Smith, wahrscheinlich im Podcast, bei dem rausgehauen, dass der Astrophysiker, von dem Monika kurz redet, ein Setup vom Marvel war, nicht vom Autor. Diese Anspielung kam von Feige persönlich. Okay, also nach dem. Also, der Kevin, der weiß schon Bescheid. Der Kevin weiß, was der tut. Deshalb ist das hier nach 10 Jahren, nach 12 Jahren immer noch so erfolgreich. Ja, ich meine, klar, wir suchen natürlich auch sämtliche Verbindungen da irgendwo rein und ich denke auch, dass so ein Satz nicht, aber trotzdem glaube ich, dass das eine, also da war jetzt viel Trolling dabei, da haben sie ihren Spaß gehabt, fand ich auch richtig super, ganz ehrlich, gerne mehr davon, aber natürlich müssen auch ab und zu mal Dinge einen Payoff haben, ja, also man kann jetzt nicht tausende von Sachen reinschmeißen und dann hat halt nichts irgendwie einen Payoff, das kannst du natürlich jetzt auch nicht machen. Deshalb ist das ja auch, das ist ja das Schöne daran, der Otto-Normalzuschauer, der wird ja niemals auf diese Sachen gekommen sein. Und für den ist das deshalb auch kein wirkliches Setup, weil er nicht dahin geleitet wird. Ihm wird nichts gezeigt, was er dann später erahnen kann. Der Zuschauer sieht, wie Wanda sich entwickelt und wie sie dadurch alles durchgeht und hofft und vermutet, dass auch Wanda hinter allem steckt. Und für den, ich glaube, wir müssten eigentlich mal in einen dieser Podcasts irgendwen reinnehmen, der noch so gar keine Ahnung von Marvel hatte und den dann im Finale mit reinnehmen und der muss uns mal ein bisschen was erzählen, damit wir eine Outside-View haben. Ja, aber warum? Also das soll keine Einladung sein, dass ihr nicht reinkommen könnt, ne? Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn du keine Ahnung hast, hast du das nicht geguckt. Dann bist du, das ist nichts für Neueinsteiger. Also für komplett Neueinsteiger und du hast noch nie einen Marvel-Film geguckt und dann steigst du mit WandaVision ein, da wirst du wenig verstehen. Ja, aber ich meine jetzt so den Casual-Gucker, der oder die alle Filme oder zumindest den Großteil der Filme und vor allem die Avengers-Filme gesehen hat. Gab es eigentlich auf Disney Plus so eine Art Zusammenfassung, was man gesehen haben sollte, bevor man WandaVision guckt? Ja, es gibt ja diese Legends-Serie. Genau, du hättest das Legends einfach gucken können. Es geht 6-7 Minuten. Und da sind im Prinzip kurze Folgen, die einmal zusammenfassen, was den Charakteren bisher alles passiert ist. Ich meine, es ist ja, bei Wanda ist es ja relativ klar, du solltest Age of Ultron gesehen haben und Civil War. Ja. So, und die anderen Filme hat Wanda jetzt keine große Rolle. Also, es ist vielleicht nochmal schön zu sehen, dass sie echt mächtig ist und Thanos von alleine auch fast niedergestreckt hätte, aber das ist kein Wissen, das du brauchst für WandaVision. Genau, und letztendlich, es sind ja genau diese großen Filme, es sind der erste, die Avengers-Filme, die alle geguckt haben, dann vielleicht noch Civil War, weil es ja eh Avengers 2.0 ist. 2.5 ist und dann Infinity War und Endgame. Und die sind ja nicht umsonst die erfolgreichsten Filme, worauf die sich immer wieder zurücklehnen und sagen, okay, das war damals so. Deshalb passt das ja irgendwie schon. Also deshalb denke ich auch, also für den Casual Marvel Viewer, der sich nicht direkt danach 1000 Recap-Videos anschaut, sondern natürlich nur diesen Podcast hört,
sondern nur diesen Podcast hört, da wäre es für mich mal interessant, von einem derjenigen zu hören, weil die Stellung hast du, Chris, ja nach vier Folgen Hero Nerds auch nicht mehr unbedingt. Nee, die habe ich auch nicht mehr unbedingt. Die habe ich natürlich vorher gehabt und ich habe sie immer noch ein bisschen, weil mir natürlich im Gegensatz zu euch so der Comic-Überblick fehlt, den ich woanders habe, wie zum Beispiel bei The Walking Dead. Übrigens morgen 21 Uhr, gleiche Stelle, selbe Welle, reden wir über die ersten zwei Folgen von der 10.2er Staffel von The Walking Dead. Also auch da könnt ihr natürlich wieder einschalten. Gast ist übrigens dann der Andreas vom Discovery Panel, nur mal so am Rande. Ja, also von daher, ja, im Chat steht gerade, dass wer hat seiner Mutter gezeigt? Irgendjemand hat gerade geschrieben, dass es seiner Mutter gezeigt hat und sie fand super hier. Just Letty, ich habe es meiner Mutter gezeigt, sie hat noch nichts vom MCU gesehen und sie fand super. Okay, ganz ehrlich, meine Mutter ist auch einfach so in Episode 9 reingegangen und hat das letzte Mal Star Wars von für irgendwann gesehen. Die fand das auch super, ja. Ich weiß nicht, ob Mütter so der Maßstab irgendwie sind, ne? Übrigens, Gruß an meine Mama, die hört hier auch neuerdings immer zu. Wieso nicht, wenn man Mütter hat, die sich dafür begeistern? Meine Mutter ist auch ein Nerd, also. Ja, die Mutter von meiner Frau auch, die schaut sich auch alles liebend gerne an und die guckt. Da wird auf deren Seite der Familie auch der, es tut mir leid, größte Trash gesehen, deshalb. Wie du es extra laut gesagt hast, gar nicht. Ja. Es tut mir leid, der Michael jetzt gleich das Bild schwarz wird und er weg ist. Gleich kommt das auf so ein Bügeleisen. Stefan 77 schreibt, meine Frau fand WandaVision toll, ohne dass sie das MCU-Wissen meiner Kinder oder von mir hätte. Das ist doch super. Also gut, okay, siehst du dann. Super schön. Ich glaube cool. Auch, dass die Serie einfach zu gut gemacht ist. Und wie gesagt, ja. Wenn du dich drauf einlässt, dann ist es einfach eine qualitativ hochwertige Serie, bei der ich wirklich, wir hatten es schon öfter gesagt, froh bin, dass man sie jetzt Woche für Woche hatte, dass wir da unseren Spaß dran hatten und dass es jetzt dann weitergeht. Gibt es denn irgendwie, Michael, und ich glaube, du schreibst ja gerade an einem Artikel für Falcon and the Winter Soldier, was man gesehen haben sollte. Der kommt bestimmt diese Woche irgendwann dann bei nerdizismus.de dann raus. Glaubst du denn oder wisst ihr es oder glaubt ihr es, gibt es denn da jetzt auch ein größeres Tie-In oder wird jetzt bei Falcon and the Winter Soldier eigentlich Wanda gar nicht erwähnt oder nur so am Rande oder hat sich das erledigt? Was glaubt ihr denn da? Also es wurde zumindest gesagt, dass Falcon and the Winter Soldier, man muss mehr wie den Captain America Winter Soldier so eine Art von Film da erwarten. Also WandaVision war wirklich ein Experiment, was die eingegangen sind. Und Falcon and the Winter Soldier wird eher wieder klassisch sein. Ein klassischer Thriller. Also wirklich sehr geerdet. Ich glaube, also alles, was man dazu sehen müsste, wäre Civil War, Winter Soldier und vielleicht auch noch das Ende von Endgame kennen, damit man das weiß, was dabei rausgekommen ist. Ja, ja. Aber sonst braucht man gar nicht so viel darüber wissen. Okay. Nö, es soll ja auch vor allem um die Chemie zwischen den beiden Charakteren gehen, ja. Ne? Dass die sich nicht riechen können und die Sprüche. Und dann müssen sie aber zusammenarbeiten. Es wird mehr so ein Bonding-Ding werden. Also da geht es jetzt tatsächlich eher um die Story als um den Charakter per se. Okay, ich sage mal, es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie das A-Team werden, ja. Also so, wenn jetzt WandaVision irgendwie so die, ja, wie soll ich sagen, keine Ahnung, Akte X-mäßig war, dann wird jetzt vielleicht Falcon and the Winter Soldier so die Action-Vorabendserie. So ja, so, genau, denke ich auch. Man hat das ja auch schon im Trailer gesehen, dass die auf zwei Sachen gehen. Auf Action und auf den Humor. Mhm. Ja. Mhm. Also Humor in Bezug auf die Beziehung zwischen den beiden, dass sie sich halt so Hass lieben. Ja. Und das ist halt das Schöne daran, was kommen wird, denke ich. Mhm. Ja. Kommen wir mal langsam zum Ende von dem heutigen Stream und damit auch zum Ende, aber erstmal noch von der Serie. Wir haben über die Endgame-Geschichte, über die Endcredit-Scene schon gesprochen. Ich möchte noch über zwei Sachen sprechen, beziehungsweise nein, ich möchte über drei Sachen sprechen. Machen wir das Kürzeste zuerst. Der Hayworth war am Ende einfach nur Riesenarsch. Einfach nur ein Riesenarsch. Punkt. Ne? Ja. Okay, dann sind wir uns da einig. Dann hatte ich mit einer Sache recht, nur die Person war falsch, nämlich
die Skrulls haben doch Sword unterwandert, nur es war halt nicht der Hayworth, sondern es war dritter Agent von links. Holt uns doch mal ein bisschen rein. Die Skrulls kennen wir hauptsächlich aus Captain Marvel und etwas aus den Guardians of the Galaxy Filmen, wenn ich mich recht entsinne. Guardians of the Galaxy sind die Kree. Ach, die Skrulls kennen wir in der Tat bisher nur aus Captain Marvel. Es war lange Zeit, zum Anfang des MCUs war es so ein bisschen eine rechte Geschichte, weil sie, glaube ich, nicht alle Rechte an den Skrulls hatten. Deshalb haben wir auch in den Avengers eine gesichtslose Alien-Armee bekommen, und wo viele eigentlich gehofft hatten, dass sie die Skrulls damit reinnehmen. Zu der Zeit meine ich mich zu erinnern, dass viel erklärt wurde, dass die Rechte dafür nicht hatten und das jetzt mittlerweile schon eher ist. Aber sind die Skrulls nicht nett und freundlich und gut? Oder nur manche? Naja, das ist ja so oder so, ne? Es sind ja auch nicht alle Menschen nett und gut. Es gibt natürlich solche und solche. What? Aber die wir gesehen haben, sind natürlich gut. Okay, ja. Also die sind nicht per se gut oder schlecht, sondern die sind halt, da gibt's halt gute und gibt's böse. Okay, verstehe. Ja, genau. Sie sind halt in den Comics immer mal wie sie als große Gegenspieler aufgetaucht, weil sie halt diese Fähigkeit hatten, sich in andere Leute zu verwandeln. Und dann gibt's halt solche Comic-Arcs wie Secret Invasions, wo die eine wichtige Rolle als Gegner spielen. Und wo nach vielen, vielen Jahren dann rauskommt, dass die letzten 2 Jahre irgendein B-Superheld dann doch ein Skrull war. Ja gut, okay, also dann, was kann man davon erwarten? Wahrscheinlich dann mit Captain Marvel 2 wahrscheinlich, ne? Captain Marvel 2, ja. Wird's weitergehen. Okay, ja. Und dann sollten wir noch zum Ende kommen und den abschieden. Also, Vision ist weg. Obwohl, ich meine, das ist ja interessant, ne, dass Wanda Vibranium für mehrere Milliarden Dollar mal eben herzaubern kann. Also eigentlich ist das ja eine Gelddruckmaschine, die gute Frau. Also Vision löst sich auf, die Zwillinge werden offscreen aufgelöst. Man sieht es also nicht, das wollte man dann dem durchschnittlichen Disney-Zuschauer vielleicht doch nicht zumuten. Nee, und da hatten wir ja vorhin schon. Genau, und da hatten wir ja vorhin dann im Chat schon den einen oder anderen, der gesagt hat, da habe ich ein Tränchen vergossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich leider irgendwie nicht, weil ich von vielen Dingen, die vorher waren, noch ein Ticken zu, so wo, warum? Und ich habe mich immer noch gefragt, wo ist jetzt der weiße Vision hingeflogen? Deswegen konnte ich dem. Ich fand das schön inszeniert und toll gemacht, aber es war für mich leider nicht ganz so emotional, wie es vielleicht für einige andere war. Mir ging es auch viel mehr um die Kinder. Ich bin ja, wie gesagt, auch kein Schöpfer von Wanda und Vision. Ich fand das furchtbar kitschig und viel zu übertrieben, weil meiner Meinung nach Wanda nicht so viele Gefühle für einen Roboter haben kann, wie sie aber für ihren Bruder halt hatte, ne? Also diese Chemie einfach zwischen den beiden. Ich finde das so schade, dass sie halt einfach diesen wahnsinnigen Gefühlsausbruch da hat, wo ich mir denke, ey, dein Bruder hast du aber dein Leben lang gekannt, kannst du nicht ein bisschen mehr über den trauern jetzt? Aber gut, die Kiste möchte ich schon wieder aufmachen. Der Punkt an der Sache war ja auch, was uns der Rückblick gezeigt hat, dass Vision ihr ja ganz stark geholfen hat, über den Tod ihres Bruders hinwegzukommen. Ja, ja. Und deshalb dadurch so eine starke emotionale Bindung zu ihm stattgefunden hat. Das heißt nicht, dass sie nicht um ihren Bruder genauso trauert, aber letztendlich es ist halt schwer zu sagen, über zu wen würdest du mehr trauern, deine Frau oder deinen Mann oder deine Mutter und dein Vater so ungefähr oder dein Bruder. Das kommt immer ganz drauf an. Und sie hatte ja ganz klar, deshalb war der Tod von Vision ja letztendlich das endgültige Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat und sie sich ihn dann zurückgeholt hat als Halt. Dann habe ich nur noch eine Sache auf meinem Zettel stehen. Ich weiß nicht, wie eure Zettel sind. Marvel Zombies? Fragezeichen. Ich habe gehört, das ist auch irgendwie so ein Ding. Ja. Moment. Gibt da eine ganze Comicreihe immer mal wieder. Okay. Ist das sowas wie, es gibt bei Star Wars, gibt es auch so ein Roman, wo so ein Sternzerstörer von einem Zombie-Virus befallen wird und dann alle Stormtrooper-Zombies werden. Ist das hier auch so? Oder Zombie Army of Darkness? Tada.
Ich wie jetzt? Moment mal, hä? Moment, Tanz der Teufel spielt auch im MCU? What? Also, die Sache ist bei Marvel Comics, dass du als Newbie ja echt ganz schlecht reinkommst, außer wenn die alle paar Jahre mal wieder einen Reboot machen von allen Sachen. Ja. Weil die einfach so eine verwurschtelte Kontinuität haben, dass es schwer ist, außer in Standalone-Geschichten reinzukommen. Vor ein paar Jahren, vor etlichen Jahren, haben sie es versucht mit einem One-Off. Erst kam das in den Fantastic Four vor. In Fantastic Four vor. Das war, glaube ich, sogar eine Geschichte von Josh Whedon oder irgendwer hat damit mitgeschrieben. Kam die Fantastic Four in eine Paralleldimension. Durch ein Missgeschick wurden sie reingelockt, wo die Welt von einem Zombie-Virus eingenommen wurde und alle Superhelden Zombies geworden sind. Da haben sie dann ein One-Off gemacht, wo ein ganzer Comic nur um die Entstehungsgeschichte dieser war. Und da bin ich damals eingestiegen und habe dann alles geholt, bis dann Marvel Zombies 3, 4, 5, irgendwelche obskuren Helden noch dabei waren, wo ich gar nichts mehr mit anfangen konnte. Und dann habe ich auch wieder aufgehört, nachdem dann so ein Crossover wie Marvel Zombies vs. Army of Darkness reinkam, war das, glaube ich, das Letzte, was ich mir geholt habe. Trotzdem sind das sehr, sehr amüsante Comics, die man sich gerne durchlesen kann, weil die ganze Welt immer mal wieder auf den Kopf stellen und wenn die Helden sich gegenseitig fressen, ist das halt immer wieder nett. Sehr witzig. Ja. Und Magneto ist auch einer der Guten in diesen Comics. Ist das so ein bisschen wie Deadpool killt das Marvel oder killt Avengers oder wie das Ding heißt? Ja, so im Gröbsten kann man sagen. Okay. Es ist letztendlich, wir kommen direkt in eine Welt rein, wo alles schon zerstört ist und die einzigen Widerstandskämpfer sind Magneto mit ein paar anderen Leuten, die versuchen, das Virus noch aufzuhalten. Es ist halt aus dem Fantastic Four entstanden und ist dann halt zu einem eigenen Ding geworden. Und wir werden die Marvel Zombies trotzdem noch im Live-Action beziehungsweise in einer Serie sehen, und zwar in den What-If-Folgen, die in diesem Sommer kommen werden. Dies ist ja auch so. Genau, ist auf Disney Plus, wird auch nochmal eine animierte Serie sein, die in, ich glaube, sogar verschiedenen Stilen sein wird, wo genau solche Sachen einmal besprochen, gezeigt werden. Was ist, wenn Old Man Logan, ich meine, das wahrscheinlich nicht, aber jetzt What If im MCU, und eins der What Ifs werden die Marvel Zombies sein. Okay. Verstehe. Gut, eine Sache habe ich noch, dann bin ich mal wirklich, ich habe noch ein paar, zwei kleine Insider-Gags. Zum einen hieß ein Film auf dem Kino Tannhäuser Tor, Tannhäuser Gate, eine Anspielung auf Blade Runner, I've seen things you people wouldn't believe. Und natürlich, das blende ich mal ein, ganz toll gemacht, nämlich die eindeutige Referenz an die Incredibles, als nämlich die Familie Wandervision da steht, und da dachte ich sofort, wow, das ist genauso wie bei den Unglaublichen, wie bei den Incredibles, die auch einmal auf diesem Kinojahr gefeatured wurden. Also von daher eine schöne Selbstreferenz zu Superhelden. Das war schön. Ja. Vom Anfang an, ich meine, diese Szene, wo Wanda jetzt den Magieschuss von Agatha abwehrt, kann man zwar auch zurückführen auf eine Szene in Age of Ultron, aber wenn man auf die Incredibles geht, ist es ja genauso, wie die Tochter von den Incredibles ihren Schutzschild macht und danach kommen die direkt in die Familien-Incredible-Pose. Ja, ganz genau. Habt ihr noch was auf eurer Liste? Ich bin immer noch traurig wegen Pietro. Ich habe alles in meinem Recap gesagt. Du hast alles in deinem Recap gesagt. Okay, dann gucken wir noch mal eben schnell in den Chat, ob da irgendwie noch irgendwelche Fragen sind. Das scheint heute nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich immer tun unter info@nerdizismus.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht. Also, ja, an die 01525 964 7709, oder ihr kommt natürlich auf unseren Discord nerdizismus.de/discord.
Und morgen geht's schon weiter. Ich habe es vorhin angedeutet, 9 Uhr auf diesem Kanal werden wir über die ersten 2 Folgen der Halbabschlussstaffel, whatever, von The Walking Dead Staffel 10 sprechen. Mit dabei ist dann der Andreas vom Discovery Panel. Und an dieser Stelle dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank euch beiden, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ja. Vielen Dank auch da draußen an den Chat, dass ihr dabei wart. Und ja, bis morgen will ich dann mal hoffen, wieder auf Twitch und auf YouTube. Bis dann. Ciao. 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 Eine Produktion des Podcast-Imperiums.